Die Augen kaum offen, aber die Pipette mit Milch finden die Winzlinge auch blind. Füttern ist anstrengend, aber für Nadine Pfeffort ist das noch lange nicht alles. Es kann schon passieren, dass ich dann auch, wenn ich ganz kleine habe, wo ich jetzt keinen anderen Gartenschläfer zum Beispiel habe, den ich dazu setzen kann, dann muss ich den auch mit mir rumtragen. Ja, also dann habe ich dann mein Beutelchen, den ich mir dann umhänge und da muss ich den halt dann auch mitnehmen. Nadine Pfeffort überwacht genau, wie diese 1 bis 3 Wochen alten Babys sich entwickeln. Der hier hat gut gegessen, wiegt jetzt immerhin 6 Gramm. Die nächste Mahlzeit gibt's leider erst in 2 Stunden. Die 32-Jährige ist rund um die Uhr beschäftigt. In ihrer Aufzuchtstation pflegt sie manchmal über 100 Tiere. Das sind halt kleine Kobolde und machen halt nur Quatsch. Und man kann sie halt echt schön auch beobachten, wie sie da rumtouren und auch mal rumzicken und sich wegen Futter auch streiten. Und es ist einfach toll, die auch zu beobachten. Nach 4 Monaten werden die Gartenschläfer ausgewildert in Nistkästen mit Wasser- und Futtervorräten. Das klappt prima. Die freigelassenen Bilche von letzter Woche sind schon weg. Wir haben hier die ersten Gartenschläfer auf dieser Wiese ausgewildert. Aber leider sind die hier schon sozusagen ausgeflogen. Die haben sich dann wahrscheinlich schon ein neues Zuhause gesucht. Wieder mal geschafft. Und auch dieser kleine Gartenschläfer wird bald entdecken, dass die Natur viel zu bieten hat.